Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu mir gekommen sind, hier in unser kleines Musikinstrumentenmuseum der Völker. Es ist entstanden durch meine Eltern. Sie haben beide Musik studiert am Mozarteum in Salzburg mit dem Staatsexamen. Und dann von dort aus ist mein Vater engagiert worden nach Lübeck an die Oper. Und er war dann dort eben Opernsänger. Und später ist er mit meiner Mutter zusammen von Lübeck aus nach Wuppertal gegangen, wo er zuerst auch noch an der Oper war und später Musiklehrer war. Allerdings die Zeit dieses Museums, also die Entstehung dieses Museums, war eben in der Lübecker Zeit, wo sie eben dann Instrumente angefangen haben zu sammeln. Das war eben 1962 und das allererste Instrument, das dort eben gesammelt wurde oder dort gefunden wurde, war dieses hier. Dieses Instrument ist eine kleine Trommel, eine afrikanische Trommel, eine Affenfelltrommel. Sie besteht aus einem Korpus, der hier innen drin ist, und aus zwei Affenfellen, die hier sozusagen mit diesen Sehnen dann miteinander verbunden wurden. Also die werden beide nass gemacht, werden dann da drauf gegeben und dann eben mit diesen Sehnen festgezurrt. Das war unser allererstes Instrument. Als wir dann nach Wuppertal kamen, bin ich geboren. Ich bin kurz nachdem meine Eltern dorthin kamen, dann in Wuppertal geboren. Dann fing eben die richtige Sammeltätigkeit eigentlich im Wuppertal an. Und das waren teilweise sehr spannende Begebenheiten für uns Kinder. Einerseits waren das natürlich Freunde, die aus diesen Ländern kamen, die dann auch Instrumente uns auch mitbrachten, weil sie wussten, dass wir eben ein großes Interesse an Musikinstrumenten der Welt haben. Andererseits waren das dann auch Geschäfte, in denen Musikinstrumente aus aller Welt verkauft wurden. Besonders einer der Händler, die dort in der Nähe sein Geschäft hatte, war für uns immer besonders spannend, wenn man dort eigentlich war mehr oder minder ein Privathaus, wo er dann eben die Räumlichkeiten so ausgebaut hatte, dass er dort die Instrumente hatte. Und wenn man dort hineinkam als Kind, war es auch ein bisschen gruselig, weil da eben auch Figuren waren, die furchterregend aussahen. Der Geruch war auch irgendwie doch sehr eigen. Und so war das immer sehr spannend, dort bei diesem Menschen, bei diesem Ehepaar sein zu dürfen. Nachdem ich dann immer größer wurde und auch außer Haus ging, irgendwann infizierten mich meine Eltern mit dieser Sammelleidenschaft und es kam eben zu späterer Zeit, nämlich 1995, zu dem Beschluss, dass wir hierher kommen werden nach St. Gilgen. Die Verhandlungen waren damals eben begannen damals mit St. Gilgen und Ende 95 sind wir dann tatsächlich hier mit Sack und Pack aus Wuppertal angekommen. Es war ein sehr großer Umzug. Wir hatten damals ein ähnlich großes Haus in Wuppertal, wie es hier eben ist, nur dass wir eben das ganze Haus sozusagen mit unseren Dingen dort hatten. Und mit diesen ganzen Sachen, vor allem eben mit den Musikinstrumenten, kamen wir dann hierher. Und in der Zeit in Wuppertal haben mich meine Eltern dann auch mit dieser Sammelleidenschaft infiziert. Und mittlerweile sind wir bei ca. 5000 Exponaten aus aller Welt. Hier in diesem Raum, in dem wir jetzt gerade sind, sind etwas über 1500 Exponate ausgestellt. Es gibt dann noch einen Nebenraum, in dem auch Instrumente sind. Es gibt ein kleines Depot hier im Hintergrund und über 1000 Instrumente sind noch außerhalb St. Gilgens untergebracht, leider.
Ja, das Einzige, was uns fehlt, ist Platz, den wir dringend benötigen würden, aber ich glaube, das geht den meisten Museen so. Ja, hier habe ich jetzt noch ein Instrument, das kommt aus Vietnam. Ich war im April 2016 eigentlich relativ spontan in Vietnam und dort habe ich sehr viele Instrumente finden dürfen und sehr viele Instrumente auch mit hier in dieses Museum gebracht. Und eines dieser Instrumente ist eben auch dieses wunderschöne Büffelhorn. Das war in einem im Zentrum von Hanoi. Dort gibt es eben die einzelnen Straßen, wo auch die verschiedenen Handwerke sozusagen vertreten sind. Man geht dann durch Straßen, wo viele Blumen zu sehen sind und Kränze. Da ist dann eben der Friedhof in der Nähe oder eben alles blitzt und ist sehr laut. Dann ist man in der Blechverarbeitung. Und es gibt dann eben also die unterschiedlichsten Dinge dort. Und eine Straße ist eben auch mit Musikinstrumenten. Und da gab es einen sehr, sehr kleinen, ein sehr kleines Geschäft. Und dort bin ich gar nicht mehr rausgekommen. Es waren die Instrumente in Regalen, sehr fantasievoll eingerichteten Regalen. Also es waren mehr so Wühlregale und die Instrumente hingen an der Wand und in Massen von der Decke herab. Und selbst am Boden waren überall die Instrumente zu finden. Und während diesem Suchen und Finden der Instrumente, die ich eventuell hier in das Museum bringen würde, bückte sich auf einmal dieser Verkäufer dort und zog hinter ganz vielen anderen Dingen dieses wunderschöne Horn hervor. Es ist ein Büffelhorn, ein poliertes Büffelhorn. Und dieser Drache hier ist aus diesem Horn herausgearbeitet. Wenn ich hier über den Körper drüber fahre, dann kann ich diese Schuppen dieses Drachen spüren und die sind mit einem Messer, jede einzelne Schuppe aus diesem Horn herausgeschnitten. Und sobald der Künstler, der diesen Drachen hier sozusagen herausgeholt hat, in dieses Horn so ganz flach eingeschnitten hat, hat sich die Farbe von dunkelschwarz in diese Farbe verändert. Also das Horn ist an und für sich, man kann es auch dann auf der anderen Seite sehr schön sehen, dass da teilweise Strukturen sind, die eben heller sind als nur dieses Schwarz. Normal ist es ja eher so ein bisschen matt wie hier innen drin und das ist dann eben noch poliert worden. Und der Klang ist ein Eintonhorn, man spielt darauf also keine Melodie, ist dann so.
Dieses Instrument kommt aus dem Süden Indiens und es ist aus einem Stein hergestellt, nämlich aus Serpentinit. Und um dieses Instrument spielen zu können, ist ein neueres Instrument, ist also jetzt kein uraltes Instrument, ist ein neueres Instrument, das eben für Meditation und auch für Therapien benutzt wird und auch für Klangkonzerte, wo man eben mehr Klänge als jetzt sowas hat. Dazu brauche ich jetzt Wasser. Hier habe ich mir jetzt etwas Wasser hergerichtet.